Ja, liebe RWE-Fans, Tag Nummer 3 hier in Herzlake im Trainingslager unserer Mannschaft. Heute sitzt hier Hamdi Damani neben mir, der neueste aller Neuzugänge. Hamdi, ja, schön, dass du jetzt die rot-weißen Farben trägst, beziehungsweise für Rot-Weiß Essen aufläufst. Das ging jetzt alles ganz schön schnell in den letzten Tagen oder beziehungsweise gerade am Dienstag. Wie war es für dich? Fühlst du dich schon angekommen bei Rot-Weiß? Ja, auf jeden Fall. Der Dienstag war für mich ein sehr langer Tag. Mit der Vertragsunterschrift hat sie begonnen und ja, und dann durfte ich auch schon direkt mit in den Bus rein ins Trainingslager und ist auf der einen Seite sehr interessant, weil es auch sehr intensiv ist, aber es ist auch sehr wichtig und sehr gut, weil man dann schon schnelle Anschluss in die Mannschaft bekommt. Intensiv hast du gerade gesagt. Man muss sich das ja tatsächlich so vorstellen, du bist quasi, hast morgens den Vertrag unterschrieben und ein paar Stunden später gab es schon hier den ersten Kraftzirkel. Hast du schwere Beine oder wie sieht's aus bei dir? Kannst du noch ein paar Tage? Ja, also ich meine, die Trainer wissen auch Bescheid, aber ich glaube, mein Körperzustand ist momentan, fühlt sich nicht gut an. Also ich bin da wirklich momentan am Kämpfen, sehr leer, aber ich denke, das gehört auch in einer Vorbereitung dazu und da muss ich jetzt durch. Da musst du durch. Bist du grundsätzlich eher jemand, der sagt, ach ja, Vorbereitung, da habe ich jetzt eigentlich kein Problem mit, beziehungsweise auch ein bisschen Lust drauf? Oder freust du dich, wenn die ganze Zeit dann vorbei ist und es wieder in den normalen Trainingsalltag geht? Das ist für mich eigentlich ganz leicht zu beantworten. Also ich bin jetzt nicht so der Freund von Vorbereitungen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich weiß, dass es auch dazugehört und dass man eine gewisse Fitness einrichtet, aber ich freue mich dann schon, wenn der Alltag und die Liga und die normale Woche, ich sag mal, ansteht. Jetzt bist du neu hier zur Mannschaft gekommen, einer von vielen Neuen, aber kanntest du vorher schon hier Leute von Rot-Weiß, mit denen du jetzt zusammenspielst? Man kennt sich aus jetzt in weitem Fußball heraus, man ist sich schon mal über den Weg gelaufen, auch durch viele verschiedene Spiele und so. Und ich kenne schon ein paar Jungs, muss ich sagen, und deswegen geht es auch relativ zügig oder auch leicht, dass man hier den Anschluss findet. Mhm. Mit wem bist du hier auf dem Zimmer? Mit dem jüngsten, Yannis Orkas. Ja. Ja, ich glaube, das war bewusst so gewählt, weiß ich nicht, aber ja, genau, mit ihm. Und das läuft einigermaßen, ihr haltet es noch ein paar Tage zusammen im Zimmer aus? Ja, absolut, der ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, von daher gar keine Probleme. Alles klar, dann viel Spaß noch und ja, erhol dich von den schweren Einheiten. Ja, ich hoffe, danke schön.